London 1872. Ich trete in die Dienste eines neuen Gentleman. Ja, willkommen zu diesem Spiel. Ein neues Let's Play, mal wieder nach all dieser langen Zeit. Es sieht so aus, als wäre er ein Glücksspieler. Dieses Spiel heißt 80 Days und es wurde mir zum Geburtstag geschenkt. Also noch vielen Dank an die liebe Schenkerin. Das spielt im Prinzip die Geschichte in 80 Tagen um die Welt von Jules Verne nach. Wir sind zwar nicht der Hauptcharakter des Romans, aber wir sind sein treuer Diener und leiten ihn hier um die Welt. Ich hoffe, die Soundlautstärke ist einigermaßen akzeptabel. Bei mir ist es gerade relativ laut, aber ich glaube, müsste trotzdem gehen. Und ich glaube, außerdem ist nur das Intro so laut. Ja, 80 Tage. Das ist ein sehr textlastiges Spiel und vollständig auf Englisch. Ich glaube, es gibt keine deutsche Version. Aber ich spiele sowieso die Spiele lieber im Original, in Originalsprachen. Das heißt, ich werde einfach versuchen, so teilweise zu übersetzen, aber vieles wird auch einfach Englisch bleiben. Wir befinden uns in London und Phileas Fogg, das ist unser Herr. Der kommt aus dem Reform Club und erzählt uns, dass wir um die Welt fahren. Um die Welt? Ja, in 80 Tagen um die Welt. In Paris fahren wir um 8:25 Uhr ab. Nach Paris natürlich. Verzeihung, ich muss mal kurz husten. So. Das war ein schockierendes Event. Nun ja, warum denn nach Paris? Wir haben neue Routen entdeckt und wir können jetzt hier unsere Sachen packen. Und dann eine wunderschöne Route durch Europa und schließlich durch die ganze Welt planen. Ich schnapp mir einfach mal die European Shipping Tables, die helfen bestimmt. Mir wurde schon ans Herz gelegt, dass ich das zum ersten Mal kurz angespielt habe, unbedingt Spielkarten mitzunehmen. Die braucht man ja wohl. Es sind interessant für Soldaten und ähnliche Charaktere. Man kann auch mit dem ganzen Kram kann man handeln im Prinzip. Also zum Beispiel dieser Wachszylinder hier, was auch immer das sein soll, ist dann in Kopenhagen und Paris wertvoll. Das würde wohl Sinn machen, den einzupacken, um in Paris ein bisschen Geld zu verdienen. Das hier ist das Air Traveler Set. Ja, weiß noch nicht, ob wir durch die Luft reisen werden. Oh, im Jahr 1872 gibt es immer noch keine Flugzeuge, nur Luftschiffe. Und dann noch die Abendjacke. Ich schätze mal, den Wachszylinder will ich haben, um ihn in Paris zu verkaufen. Und dann habe ich keinen Platz mehr. Außer ich schmeiße irgendwas raus. Wie wäre es denn mit, lieber die wollenen Shirts als die wollene Hose? Dann passt doch hier diese schöne Jacke noch wunderbar rein. Na, also, das klingt doch nach einem Gepäck. Mit dem kann man abreisen. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? So. Und schon habe ich dank des Plans neue Routen. Das habe ich mich schon beim ersten Anspielen gefragt. Kann ich denn jetzt den Plan einfach wieder rausschmeißen aus dem Gepäck? Dann wäre da ja wieder mehr Platz. Ich habe mir die Routen ja sicherlich, also ich meine, der kann doch nicht so viel Platz wegnehmen wie so eine Abendjacke. Und die Routen doch sicherlich gemerkt. Ich glaube, das Spiel läuft auch so ein bisschen in Echtzeit, wenn ich jetzt hier abfahre. Aber ich schaue mal schnell so, wenn ich den jetzt rausschmeiße und stattdessen das Ding mitnehme. Was passiert dann? Sind dann alle meine Routen wieder weg? Ja, okay, also ich muss den natürlich drin lassen. Gut, haben sich die Game Designer natürlich was dabei gedacht. Macht ja auch Sinn. Hoffentlich kommt jetzt nicht wieder die Animation, wie ich die neu entdecke. Doch, natürlich. Und Phileas Fogg beklagt sich gleich noch, warum ich den Altimeter, was ist nochmal ein Altimeter auf Deutsch, warum ich den rausgeschmissen habe. Ich glaube, ich muss das Spiel doch noch eine Spur leiser drehen, zumindest. Für mich ist es gerade sehr laut. Vielleicht besser so. Und dann würde ich sagen, reisen wir einfach direkt ab nach Paris. Los geht's. Ein Koffer passt rein. Wunderbar. Oh.
Ich dachte, wir jetzt fahren mit dem Zug. Aber nein, wir fahren mit der Kutsche und dann mit der Fähre hier rüber. Am Piccadilly Circus vorbei und am Pall Mall. Und um 8.25 Uhr fährt in der Charing Cross Station unser Zug ab. Aha, doch der Zug. Wir haben keine Tickets. Ach, egal. Wir haben keine Tickets. Aber Monsieur Fogg ist alles egal. Wir dürfen den Zug nicht verpassen. Wir springen an Bord. Und hoffen einfach mal, dass wir nicht angehalten werden. Ja, zu viel gewünscht. Und dann kommt schon die erste Wache und kontrolliert uns. Tickets, please. We were in a great hurry. We did not have time to buy tickets. Ach, man kann die auch beim Schaffner kaufen. Das ist ja wunderbar. Wenn das mal in der Deutschen Bahn passiert wäre, da hätte das sicherlich nicht so gut geklappt. 85 Pfund. Und, naja, ich glaube, jetzt zahlen wir das einfach mal und fangen nicht direkt bei der ersten Fahrt schon an zu diskutieren. Your character is now polished. Keine Ahnung, was das heißt, aber ich denke mal, dass unsere Charakterzüge irgendwie genauer beschrieben sind. Jetzt können wir ein bisschen reden mit dem Herrn Fogg hier. Vielleicht über Geld. Das wird nämlich sehr teuer. Jetzt verrät er uns, klar, wir können unsere Sachen verkaufen und neue einkaufen, während wir reisen. Und warum reisen wir rum? Naja, er hat eine große Wette gemacht, dass er es in 80 Tagen schafft und er hat nicht vor zu verlieren. Dann wollen wir natürlich auch unser Bestes tun als treuer Diener, dass er diese Wette hier gewinnt. Und gucken mal, was uns jetzt hier alles zustößt. Kind, wir fahren hier in aller Stille, gibt nichts zu reden. Und dann, Moment, wir tauchen unter die Amphitrite Express. Ein Unterwasserzug? Ist das historisch akkurat? Naja, habe ich wohl verpasst, dass es den gibt. Dann starre ich angestrengt durch die Fenster, während unser Zug durch den Ärmelkanal wohl dann fährt. Wundervoll. Dann ist es ja nicht mehr weit bis Paris. Gibt es denn eine bestimmte Route, die der Herr nehmen möchte? Nein, natürlich nicht. Er hat sich noch nicht festgelegt. Wir könnten zum Beispiel von Suez nach Bombay fahren, durch den Suezkanal. Oder mit der transsibirischen Eisenbahn durch Russland. Sicherlich nicht nach Sibirien. Es ist so kalt und öde und karg. Und ich habe außerdem Angst vor Bären. Dann sollten wir Pelze kaufen, sagt Phileas Fogg. Na gut. Aber welche Route ist die schnellste? Das müssen wir rausfinden. Gut. Kommen in Paris, Gare du Nord an. Und schauen uns mal die tolle Stadt an. Ist, habe ich jetzt gerade übersprungen. War das meine Heimatstadt oder nicht? Naja, jedenfalls hat er hier den Suezkanal, die Suezkanalroute nach Bombay ausgekundschaftet und uns erzählt. Oder die transsibirische Eisenbahn. Letztendlich, wenn diese Folge live geht, schreibt mir am besten sofort in die Kommentare, welche Route ihr bevorzugen würdet. Dann werde ich versuchen, das für die nächsten Folgen zu berücksichtigen. Soweit ich das hinkriege. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Paris und jetzt, wie ich hier gesagt habe, läuft dieser Tag hier in Echtzeit. Ups, da habe ich doch vorgespult. Schauen wir mal auf den Markt. Ich wollte ja hier den Wachszylinder verkaufen für 470, klar, warum nicht. Die Abendjacke behalte ich mal lieber noch. Und Kopenhagen und Budapest wollen gerne Geometrie-Equipment. Warschau auch. Das würde mich schon so ein bisschen Richtung transsibirische Eisenbahn festlegen. Ich schaue gerade nochmal auf die Karte und kann hier ja rauszoomen. Kann ich durch Warschau. Ja, ist schon weit nördlich, ne? Wenn ich also jetzt hier zu der Suezkanalroute möchte, müsste ich eigentlich nach Nizza aufbrechen. Ich glaube, das würde ich mir jetzt mal nicht kaufen. Das legt mich schon zu sehr fest. Ich kaufe mal lieber das Shaving Kit vielleicht. Oder den. Ah, der Wein ist gut in Berlin. Ach, auch nicht schlecht. 2300 in Berlin und hier kann ich ihn für 32 Dollar pro Pfund kaufen. Ich bin überzeugt.
Ja, damit. Und ich kann mir eine extra Tasche kaufen und neues Zeug mit denen, aber für den Moment reicht das mal eine. Das heißt, wir schauen uns ein bisschen in der Stadt um. Gibt hier einen Explore-Button. Ich weiß nicht, kann ich die Zeit irgendwie langsamer stellen? Das wäre doch ganz schön. Gut, ich darf mir die Stadt anschauen. Ein elegantes, ovales Stadion. Stadion im Champ de Mars. Und dort findet die Weltausstellung von 1872 statt. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie historisch akkurat dieses Spiel wirklich ist. Gab es die 1872 World Fair? Schauen wir mal, was es hier so gibt. Da möchte ich doch, obwohl, möchte ich da rein? Na klar, möchte ich da rein. Und da gibt es ein Luftschiff-Hangar, wo Heißluftballonfahrten verkauft werden. Das habe ich jetzt auch beim ersten Mal mir schon angeschaut. Ich habe ja, wie gesagt, das kurz schon angespielt gehabt, das Spiel. Schauen wir mal, was es hier so an Luftschiffen gibt. Und zwar, tja, ein, der Ottoman Geek. Wo fliegen diese Schiffe denn? Durch das ganze Reich. Und anderswo auch. Von Rom nach Thessaloniki. Mit dem Geek. Das kann ich mir merken. Das ist gut. Vielleicht fliegen wir da ja mit einmal eines Tages mal. Tja, die Leute arbeiten hier irgendwie an dem Luftschiff. Und ich frage doch einfach mal nach, was die da genau machen. Ein lästiges Teil. Eine Gram Machine. Eine Gram Machine? It's a steam engine, alright. Only it doesn't make steam. Okay, also, irgendeine Art von Antrieb. Ich, hör mal noch ein bisschen zu, wenn sie mich hier ein bisschen anschnauzt. Miraculous Candles. Werden bald alle Straßen von Elektrizität erhellt? Ja, es gibt wohl schon einige Städte, die hier elektrisch statt mit Gas beleuchtet werden. London wird wahrscheinlich die letzte sein, wenn man bedenkt, dass Queen Victoria große Vorurteile gegen die Gilde hegt. Na gut. Aber Paris ist so modern und da immer noch Gasland. Er hat mich gleich als Franzosen erkannt. Paris ist schön, aber es ist kein Istanbul. Das ist meine Aussage. Na gut. Und dann fällt ihr etwas runter, als sie sich schleunigst zum Gehen wendet. Soll ich das zurückgeben oder einstecken? Ach, ich glaube, noch spiele ich das mal ehrlich. Und, wir haben ja noch keine Geldsorge, muss man ja noch nicht so viel betrügen und lügen und alles. Ein Medaillon. Alles klar. Ich gebe es ihr zurück und verbeuge mich. Da wird sie ganz rot. Hat sie in Istanbul bekommen für ihre Arbeit. Ein fahrender Automat, den sie gebaut hat? Okay, vergessen wir das mit der historischen Genauigkeit. Hier ist nichts historisch genau. Ich schaue mich nochmal um. Ich habe mir jetzt wirklich gedacht, dass ich hier eine Route kriege irgendwie von Istanbul nach sonst wo. Aber na gut, vielleicht hilft mir das trotzdem später mal, dass ich ihr geholfen habe. Dann gehe ich mal noch die Avenue of Nations runter. Und finde hier ganzen fremden Delegationen in den traditionellen Kleidungsstücken ganz nett. Die Zulu Federation, aha. 400 Diplomaten und Krieger. Naja, alles klar. Und da, jetzt kann ich selber entscheiden quasi, also nicht nur, welchen Eindruck ich davon habe, sondern was, wie die Stadt dazu steht. Das heißt, die Franzosen sind natürlich zufrieden damit, denn es ist ja ein beeindruckendes Display. Hm.
Ja, und lauter Automaten. Also irgendwie gibt es hier ganz viele Automaten. Und dieser hier in Form eines Vogels springt von Dach zu Dach. Interessant. Die Stunde wurde spät und ich denke, ich muss mal langsam zurück zu Monsieur Fogg. Es ist ja schon Nacht. Wir müssen hier ein Hotel finden, damit wir am nächsten Morgen aufbrechen können. Wir brauchen natürlich noch irgendeine Route, die wir auch nehmen können. Ich nicke einfach mal nur, wenn er fragt, wie mir die Ausstellung gefallen hat. Reisen wir auch mit dem Luftschiff? Und er sagt, natürlich, selbstverständlich, das ist äußerst wahrscheinlich. Teuer, aber sehr schnell. Tja, davon kann man jetzt träumen. Okay, aber ich habe wirklich neue Routen. Ich habe eine von Rome nach Dubrovnik. Das sieht mir dann schon nach einer Luftschifflinie aus. Thessaloniki, Istanbul, alles super. Dann würde ich sagen, müssen wir auf jeden Fall nach Nizza und nach Rom und von da aus können wir dann Luftschiff fliegen. Das würde ich jetzt einfach mal so selber vorgeben. Wie gesagt, wenn ihr dann später andere Ideen oder Pläne habt, schreibt es mir alles in die Kommentare. Und schreibt mir mal auch in die Kommentare, ob ich das weiter jetzt hier so semi übersetzen soll und ein bisschen den Text nur überfliege oder ob ich das einfach vielleicht auf Englisch vorlesen soll. Ich glaube, alles wörtlich live übersetzen, das schaffe ich nicht. Das ist zu schwierig. Dafür kommen zu viele Wörter vor, für die mir spontan das deutsche Wort nicht einfällt. So, der fährt erst in 3 Tagen ab. Das ist ja schon fast ein Zehntel, nein, ich meine natürlich ein Zwanzigstel unserer Reise. Da kann man doch bestimmt irgendwas machen. Hat doch gerade Monsieur Fogg gesagt. Ist das jetzt schon wieder verschwunden? Ah, ja, jetzt aber. So. Verhandeln. Die englische Ausstattung hilft vielleicht ein bisschen. Und wenn man noch ein bisschen Geld dazu gibt. 670 Pounds, damit man morgen abfahren kann. Oh, ich bin jetzt mal großzügig. Ich möchte das jetzt. Ich möchte da schnell weiter. Wir haben schon so viel Zeit verschwendet. Los geht's. Der Pyrenäen-Express reist morgen ab, den möchte ich nehmen, um 10. Das heißt, jetzt müssen wir aber für den Moment ein Hotel nehmen. Plus ein Tag. Kostet das jetzt auch was? Ich habe mich gar nicht gesehen, habe ich mir nicht aufgepasst. Das Hotel, was gekostet hat. Wir sollten aber die längsten Reisen nehmen, damit es schnell vorangeht. Na gut. Und das Hotel Ritz oder die Umgebung des Hotel Ritz ist natürlich sehr schön. Dann fahren wir hier mal ab. Los geht's. Oh, Platz für jede Menge Koffer, aber wir haben nur einen. Das muss erstmal reichen. Ich habe noch keine Ahnung, ob man hier auch eine gute Strategie braucht oder was eine gute Strategie ist. Wir versuchen das einfach mal und gucken mal, ob wir es beim ersten Spiel direkt in 80 Tagen schaffen. Wir fahren mit dem Zug im Gare de Lyon ab. Und auch hier ist wieder alles von Automaten besetzt. Automatische Ticketverkäufer, sowas ist ja wohl unmöglich. Aber im Vergleich zu London eine ruhige Angelegenheit. Wir suchen uns ein Abteil, setzen uns in die tollen Plüschsessel und oder Sitze. Und es gibt sogar ein Glas Provencal Rosé. Na, wundervoll. Wir Franzosen wissen halt, wie man reist. Hoffentlich ist die ganze Reise so komfortabel. Gut, wir haben auch 670 Pfund dafür bezahlt, dass der Zug jetzt auch abfährt. Kann man sich wohl ein bisschen Luxus gönnen. Gut, sollen wir reden? Ja, reden wir doch ein bisschen. Oh, ich dachte jetzt, ich rede mit Phileas Fogg, aber wir reden hier mit Alfred Dumont. Reden wir doch mal über Rom. Ich meine, Nizza nach Rom, die Route von Nizza nach Rom. Achso, Moment. Nee, was? Achso. Nein, das ist schon Alfred, irgendein Zugführer hier. Ein Kontrolleur oder sonst irgendwas. Steamships, aha. Ja, wir wollen ja nach Rom, damit wir das Luftschiff nehmen können. Mit dem Schiff wäre gar nicht so schlecht. Und dann von Rom nach Thessaloniki. Warum sind manche hier gelb und manche nicht? Das ist interessant. Ich glaube, Rom nach Thessaloniki kennen wir schon. Vielleicht ist es deswegen weiß. Rom nach Tunis wäre natürlich auch eine Variante nach Afrika, aber das ist dann eher nicht um die Welt, sondern das wäre gerade nach Süden, vielleicht nach Athen. Mit dem Icarus. Das klingt irgendwie auch nach einem Luftschiff und zwar nach einem, das zu nah an die Sonne fliegt. Der hat selber dort gearbeitet,
Es reisen jeden Tag berühmtere Personen damit. Aha, wirklich? Oh, und er kennt sogar uns, Monsieur Fogg. Also ich spreche jetzt gerade auch in der Rolle des Monsieur Fogg, Phileas Fogg. Oder? Nein, eigentlich nee. Das muss doch ich sein und das ist Phileas Fogg. Achso, genau. Ja. Er sagt ja auch, you and Monsieur Fogg. Da habe ich das hier doch glatt falsch gelesen. Gut, was gibt es denn noch zu wissen über Nizza, wo wir jetzt gleich ankommen? Die Riviera wird immer schöner wegen des Zuges. Können wir da von da aus auch nach. Was gibt es denn noch? Luxor. Luxor? Wo liegt denn noch Luxor? Ist das Ägypten? Ja, oder? Da kommen wir nicht hin. Und nach Dubrovnik? Er weiß nur, dass man in Dubrovnik Uhren kaufen kann, Stoppuhren kaufen kann, die man in Sofia teuer verkaufen kann. Na gut. Immerhin hat er uns hier eine neue Route beschafft nach Athen. Und, oh, hier hinten auch. Madras nach Voltaire und Kalkutta. Oder Walter Ir? Ich weiß auch nicht so genau. Die Stunden fliegen nur so. Wir spielen Canasta. Wozu haben wir die Karten eingepackt? Was ist denn ein Ragamuffin? Ein Wiener Ragamuffin. Naja, klingt nach irgendeinem Begriff für eine Art von Mensch, aber ich weiß nicht, was für eine Art von Mensch ich mir darunter vorstellen soll. Vielleicht ein Herumstreicher, sowas, jemand, der gerne zockt. Keine Ahnung. Ich kann sagen, dass ich was gewonnen habe, dann sage ich das doch, oder? Ja, also habe ich ein bisschen Geld gekriegt. Das war einfach. 30 Pfund, naja, okay. Und ein Buch englischer Gedichte. Okay. Ich finde das ja schön, dass ich einfach sagen kann, dass ich gewinne. Ich frage mich, ob das irgendwelche Nachteile hat. Naja. Auf jeden Fall reisen wir nach Nizza. Und wir kriegen Lob von Phileas Fogg. Das ist doch schön. Die Abendjacke könnte hier teuer zu verkaufen sein. Leider hat der Markt schon zu. Wir kommen spät an. Ich gucke mal auf die Planung. Bisschen rauszoomen. Kann ich die Map auch irgendwie den Winkel kippen? Ich muss mal gerade nochmal in die. Gibt es hier nicht irgendwo Erklärung, wie die Steuerung geht? Overview. Oh. 3 Tage. 792 Meilen. Am liebsten mit dem Zug gereist. Das ist ja jetzt noch nicht so beeindruckend. Nee. Ich wollte mich doch nur ein bisschen umgucken. Also, wir wollen auf jeden Fall weiter nach oben. So viel ist klar. Mit dem Schiff. Und wann fährt das ab? Morgen um 4, das ist perfekt. Die Blue Line Ferry. Das ist perfekt. Hier verliert man Lebensenergie, weil die wohl nicht so bequem ist. Aber wir müssen erstmal hier eine Nacht übernachten. Also machen wir das doch einfach. Und dann können wir morgen vielleicht noch ganz kurz shoppen. Bis 4 hat man ja auch einiges an Zeit. Die Strände von Nizza. Gefüllt mit Italienern der einen oder anderen Sorte. Ein paar protestieren, dass die Stadt in Frankreich verloren gegangen ist. Ich wollte gerade schon sagen, Italiener? Warum denn Italiener? Aber Sweet Pastries sind mir viel lieber. Ich futter ein paar und gehe dann an der Promenade entlang. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so viel Zeit kostet, wenn ich hier lange Dinge wähle. Eine sehr aktive Stadt mit Booten und Gerede über eine Tram, die von den Hotels direkt zu den Stränden und Casinos fährt. Das wäre wirklich wunderbar. Ich würde mal ich würde mal ins Casino gehen. Warum nicht? Kann man vielleicht ein bisschen was gewinnen. Das ist natürlich reines Glücksspiel, aber warum nicht? Oh, Gentlemen and Ladies only. Ich komme hier nicht rein als einer der niedrigeren Klassen. Wo kann ich denn hingehen zum Glücksspielen? Er kennt da so ein Kartenspiel. Aber die Einsätze sind hoch und das Risiko wahrscheinlich auch. Naja, ich weiß nicht. Ach, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Oder ich bin doch schon mutig. Erzähl mir mehr. 500 zum Spielen. Und das in irgendeinem dunklen Keller. Aber ich bin neugierig. Und wenn es die Reise doch spannender macht, ich gehe. Okay. Nicht so die angenehmen Menschen, die da unten rumsitzen. Verschmutzte Tische und trinken schlechten Whisky.
Had the game been whist, I might have won. Okay, es ist schon mal hier klar, dass ich hier verliere. Ich kann sagen, dass ich ein, zwei Hände spiele, aber das Ergebnis ist unklar. Ich probiere es einfach mal. Ja. Die fressen mich zum Frühstück. Ich verliere hier noch Haus und Hemd. 500 Pfund habe ich verspielt, ich Wahnsinniger. Immerhin habe ich herausgefunden, dass man in Rom Büsten kaufen kann, die man in Helsinki teuer verkaufen kann. Das ist total nutzlos, denn ich werde auf keinen Fall nach Helsinki fahren. Das ist ein riesen Umweg. Und die teuerste Information, die ich jemals verdient habe. Okay, ich habe meine Lektion gelernt, so einen Unsinn machen wir nicht mehr. Ich möchte gerne zum Markt, sobald der aufmacht. Das muss ja gleich passieren. Jetzt, genau. Und dann verkaufen wir unser Evening Jacket. Muss wohl sein, um den Verlust wieder wettzumachen. Ja, der gute Wein, der in Berlin viel wert ist, den müssen wir vielleicht auch loswerden, weil nach Berlin werden wir nicht mehr kommen, denke ich mal. Also weg damit. Und dafür... Thessaloniki, da wollte ich doch sowieso hin, oder? Das klingt doch ganz gut. 3 Dollar für 80 Tage, wie ist das zu verstehen? Ich kauf's einfach mal. Das ist das englische Poetry Book. Und wir können uns einen Koffer sparen. Vielleicht kaufen wir noch... Oh, Atlantic Timetable. Brauchen wir nicht unbedingt jetzt schon. Aber das hier vielleicht. Snuff. Schnupftabak, wenn ich das richtig übersetze. Brasilianischer. Und der ist generell jetzt nicht in einer bestimmten Stadt teuer, sondern eher halt einfach unter den... den Leuten, die sowas halt mögen. Die etwas edlere Gesellschaft vielleicht. Packe ich mal ein, den Reisemantel. Ich denke, der nimmt zu viel Platz weg. Ich kann mir keine weiteren Koffer mehr leisten. Und eine Bank. Was kann denn die Bank für uns tun? Ausrauben können wir sie. Hat er noch weiteres Geld? Er würde zumindest Kredit kriegen. Aber er möchte jetzt nicht sein ganzes Vermögen unter meine Verantwortung legen. Ich sehe schon, das Vertrauen ist nicht da. Natürlich nicht. Gehen wir doch mal in die Bank. Stein, Marmor, große Fenster, Fontänen, Pflanzen. Wir können Geld abheben, aber es dauert eine Ewigkeit. Das brauchen wir im Moment noch nicht. Das dauert viel zu lange. Unsere Situation ist verzweifelt. Weiter geht's. Kann ich mit Phileas Fogg reden? Nein. Dann wird es Zeit abzureisen, bevor das Schiff ohne uns abfährt. 120 Pfund nach Rom. Easy. Möchte ich auf jeden Fall. Genau. Nicht so angenehm auf der See. Das wird für die Gesundheit senken. Und ich glaube, das ist nicht einfach seine Gesundheit, sondern das ist vor allem seine Unbequemlichkeit. Ich meine, der stirbt jetzt nicht einfach an einer Schiffsreise. Oh, es geht gleich los. Nichts wie los. Ja, es bleibt einem hier einfach keine Zeit zum Reden. Von da aus können wir weiter nach... wo war jetzt nochmal Thessaloniki? Bin ich doof? Thessaloniki ist doch Griechenland. Hier ist Athen. Ach, da oben ist das. Achso, da müssten wir nach Dubrovnik und dann nach Thessaloniki. Ja, das könnte man einrichten. Das wäre eben im Luftschiff, wie ich es geplant hatte. Dann käme man an Istanbul vorbei und dann könnte man sich überlegen, ob man halt von Thessaloniki aus nach Suez runterkommt oder von Athen aus. Das wäre natürlich schlauer, direkt nach Athen zu fahren. Aber jetzt haben wir natürlich andererseits was, was man in Thessaloniki teuer verkaufen kann, hoffentlich. Wir fahren mit der Blue Line Ferry, benannt nach der erfolgreichen Zuglinie durch Frankreich. Und winken an dem Hafen zu, als wir abfahren. Natürlich nicht Monsieur Fogg. Den interessiert das Ganze gar nicht. Der möchte nur vorne stehen und unseren Fortschritt betrachten. Nee, möchte nicht. Weder das eine noch das andere. Stattdessen
geht er in die Kabine und liest die Zeitung. Und lässt mich in der Gesellschaft einer jungen Dame namens Estelle. Naja, das soll mir ja nicht unrecht sein. Sind wir Abenteurer, Explorer, wie nennt sich das auf Deutsch nochmal? Ein Explorer ist wie ist denn das deutsche Wort? Ich komme gar nicht drauf. Egal. Natürlich sind wir das. Zumindest seit 4 Tagen. Und schon verliere ich die Balance. Die Frau hat mich einfach umgehauen. Gut. Reden kann doch nie schlecht sein, oder? Ist das die Name Madame, Mademoiselle Estelle? Die kann mir vielleicht sagen, wie die Strecke Rom-Thessaloniki so aussieht. Airships, ja. Airships kennen wir schon. Bangalore kann aus Nova Goa mit einem Airship bereist werden. Okay, das waren doch gar nicht die Städte, nach denen ich gefragt habe, aber na gut. Ach so, vielleicht weil ich die Routen schon kenne, erzähle ich jetzt einfach was über die Routen. So, von Thessaloniki müssten wir dann mindestens mal nach Athen. Oder wo auch immer Meteora Valley ist. Ich frage mal nach Athen. Natürlich gibt es da eine Route. Und man kann Büsten von Apollo-Büsten in Athen kaufen, die man in Ha'il teuer verkaufen kann. Wenn ich wüsste, wo Ha'il ist, würde ich ja sagen, ist das toll. Klingt so ein bisschen vielleicht irgendwas Israelisches oder Irak oder so ein Kram. Klingt so ein bisschen nach Middle East. Dann gucke ich mal Thessaloniki nach Izmir, klingt interessant. Oh nein, sie muss schon weg. Möchte sie hier ein bisschen Schnupftabak? Jetzt muss sie nicht mehr weg. Na also, geht doch. So, wie war das jetzt mit Thessaloniki? Benannt nach der Halbschwester von Alexander dem Großen. Okay. So viele Orte. Ich muss eindeutig mir meine Weltkarte anschauen, damit ich auch weiß, wo genau das alles ist. Mount Elbrus, das ist irgendwo Richtung Nordosten von Thessaloniki aus, wenn ich mich nicht täusche. Wäre also eine Option. Quetta, noch nie gehört. Und Meteora Valley habe ich ja eben schon versucht. Ich probiere mal Quetta. Okay, sie weiß nur, dass man da Zeug nach Agra bringen kann. Meteora Valley. Kann man mit der Kutsche hinfahren. Okay. Aber nicht, es gibt nicht viel Platz für Gepäck. Momentan haben wir auch nicht viel Gepäck. Ach, da ist das. Ne? Das war ja nutzlos. Und hier ist diese Nova Goa Route nach Bangalore. Die immerhin ist ganz interessant. Okay, Madame Estelle, ich meine Mademoiselle Estelle, trifft mich im Restaurant wieder. Sie hat's herausgefunden. Was denn? Wer wir sind? Unser Geheimnis! Was? Hat sie mich als Jugendlicher im Zirkus gesehen? Nein, sicherlich nicht. Da war ich doch viel jünger. Und hat außerdem Gesichtsbemalung. Clownartiger Art. Oh Gott, wir stehen in der Zeitung. Phileas Fogg versucht Weltumrundung. Das ist nicht gut. Ungewollte Aufmerksamkeit. Da wird's mir doch ganz mulmig. Mein Gesicht verfärbt sich. Sie wusste, dass wir sind. Was für ein aufregendes Abenteuer. Ja, tatsächlich sehr aufregend. Können Sie uns vielleicht ein bisschen helfen dabei? Jetzt möchte sie ja noch Phileas Fogg selber kennenlernen. Na gut, der wird doch eine junge Dame nicht ausschlagen können. Außerdem sind wir auf dem Schiff, da kann ja nicht so viel passieren. Sie würden uns ja auch nicht aufhalten. Na gut. Danke, Mademoiselle. As foggishly as I could muster. Aha, interessanter Ausdruck. Mal gucken, was der nachher darüber zu berichten hat. Und da geht seine Gesundheit runter. Auf dieser rauen Schiffsfahrt, das wurde ja schon angekündigt. Hey, gar nicht mal so viel, wie es da stand. Es stand minus 11, aber es waren jetzt nur minus 6. Und wir kommen in Rom an, laden unsere Sachen aus. Und der Kapitän stoppt mich mit neuen Regulations. Was für neue Regelungen. Wir reisen aus England. Ja, okay, komm zum Punkt.
Wir müssen eine Erklärung unterschreiben. Na gut. Ein langes Stück Papier. Und da kommt Mademoiselle Estelle. Ich stell sie mal vor. Warum nicht? Vielleicht hat sie ein bisschen Geld für uns. Und dann, ja, möchte sie doch mal Monsieur Fogg kennenlernen. Sie dachte einen Moment nach, dann grinst sie. Ah, ich verstehe, sagt sie. Sehr gut. Wie meint sie das? Eine gute Verkleidung, sehr clever. Was, Verkleidung? Ich zucke mit den Schultern. Oh, das gefällt ihm gar nicht. Das gefällt ihm so überhaupt nicht. Eieiei. Okay, wir sind angekommen und das heißt, ich werde mal gleich pausieren. Wenn ich jetzt hier das Spiel beende, sollte er das eigentlich gespeichert haben. Genau, in Rom um 10. Das ist perfekt. Hier können wir nächstes Mal verkaufen und weitermachen. Aber für den Moment muss das mal für diese Folge reichen. Und wie gesagt, mir wäre es jetzt lieb, wenn ihr mir sagt, ob ich irgendwas anders machen soll. Und wenn ihr mir auf jeden Fall sagt, welche Reiseroute ich nehmen soll, bevor ich die nächste Folge aufnehme. Was sicherlich noch in ein paar Tagen sein kann, bevor ich wieder dazu komme. Okay, alles klar. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.